Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute backe ich ein Vollkornbrot und so ist er geworden. Schaut, richtig schönes, dunkles Brot mit viel Körner und Saaten und Samen. Duftet wunderbar lecker und schmeckt auch sehr lecker. Und ich finde, so ein Brot ist auch viel gesünder als nur Weißbrot zu essen. Es ist wirklich ein sehr schönes Brot geworden. Und außerdem, dieses Rezept, wirklich, diesen Teig muss man nicht lange kneten. Wirklich einfach alles zusammenmischen und aufgehen lassen. Vielleicht sogar mal ein-, zweimal aufgehen oder sogar dreimal aufgehen. Dann schmeckt er immer besser, wenn die Hefe haben die Zeit zu arbeiten. So, liebe Freunde, ich hoffe, ich habe euch schmackhaft gemacht und ihr werdet dieses leckeres Brot nachbacken. Und ich freue mich über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen. Dieses Brot kann man mit Weizenvollkornmehl zubereiten oder mit dem Dinkelvollkornmehl zubereiten. In meinem Fall heute ist es Weizenvollkornmehl. Dafür brauchen wir noch warmes Wasser, ein bisschen Honig, ein halber Würfel, in meinem Fall 20 Gramm frische Hefe, kann man auch ein Päckchen trockene Hefe nehmen, ein Esslöffel Apfelessig in meinem Fall oder Balsamico-Essig, helles kann man nehmen, Salz und ein Körnermix. Ich habe hier Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, ganze Leinsamen, Schrotleinsamen, etwas von den Haferflocken, sogar Pinienkernen habe ich hier, unterschiedliche Mix. Aus diesen Zutaten werden wir einfach ein schnelles und klebriges Teig herstellen. Ich nehme dafür Maschine, kann man auch mit den Knetehaken von den Mixer nehmen oder macht man mit den Händen. So, gebe ich erstmal Wasser rein, ungefähr so ein Esslöffel Honig, dazu gebe ich noch Hefe. Und ganz kurz verrühre, dass die Hefe gut sozusagen werden aufgelöst und Honig auch. So, ein bisschen nachhelfen. So, die Hefe und den Honig aufgelöst und geben wir unsere alle Zutaten rein. Körnermix, ein Teelöffel Salz, ein Esslöffel Essig und durchgesiebte Vollkornmehl. Und diese Schale von den Körnern geht auch rein. Und das geben wir auch alles in unsere Schüssel. Und jetzt werden wir einen Teig herstellen. Und wie gesagt, Teig soll etwas klebriger sein. Wenn ihr merkt, dass zum Beispiel wird zu trocken, dann gebt ihr ein kleines Schlückchen Wasser noch dazu. So, schauen wir kurz rein, machen wir alles von der Wand runter und unten ist noch ein bisschen trockene Zutaten, deswegen lassen wir noch ein bisschen kurz kneten. Die Vollkornteige müssen auch nicht zu lange geknetet sein, nur dass alles sozusagen gut verknetet ist. Es sieht schon gut aus, muss nicht was dazugeben, nur kurz kneten. So, es sieht ungefähr so 3 Minuten und 20 Sekunden. Das wird schon auch reichen. Wie gesagt, diesen Teig muss man nicht zu lange kneten. Holen wir unsere Schüssel raus. Mache erstmal den Teig zur Mitte. Auch gleich nachgucken, ob alles feucht ist hier in der Schüssel. Und dann gebe ich noch ein bisschen Öl drumherum um den Teig. Einfach auf den Schüssel so.
Ungefähr so ein Esslöffel wird es nicht sein, sogar weniger. Schaut ihr, wie klebrig ist unser Teig, aber schön glatt und sehr, sehr angenehm in der Hand. So, Deckel zu und lassen wir unseren Teig richtig so gut aufgehen, dass er sich verdoppelt. So, mein Teig steht schon fast 2 Stunden. Nach ungefähr 1 Stunde 15 Minuten habe ich den Teig nochmal runtergedrückt. Und dann jetzt wieder habe ich ungefähr so 40, 45 Minuten steht er. Schaut ihr, er geht schön auf. Und jetzt können wir in einen Brotkasten reinmachen. Schaut ihr, wie schön er aufgegangen ist. Richtig schön Blasen macht er. Machen wir ein bisschen Mehl auf den Tisch und auch in die Form. Die Form habe ich erstmal mit Fett bestrichen und jetzt gebe ich auch noch ein bisschen Mehl, dass danach das Brot besser rauskommt. Überschüssiger raus. Auch meine Tischplatte richtig kalt. Gar nicht so gut für den Hefeteig. Aber naja, muss ja auch durch. Ich muss auch durch. Durch die Kälte. Es ist wirklich ein sehr klebriger Teig. Und am besten, wenn ihr das so eine Backpalette habt, am besten das zu kneten oder formen jetzt. Wir müssen auch wirklich nicht zu viel an diesen Teig rumkneten oder was machen. Das macht schon von alleine. Ich mache ihn nur für so eine Form, sozusagen zum Kastenform passend. Ein bisschen an den Tisch schleifen. So, das reicht das schon. Und geben wir ihn in unsere Form rein. Ich decke immer noch mit der Folie zu und eine Seite von der Folie ist ein bisschen so angehört. Und lasse jetzt mein Brot nochmal aufgehen. Kann man in dem Backofen einfach die Lampe anmachen, wird das schon auch reichen. Oder irgendwo an Heizung ranstellen. Dafür habe ich auch meine Schüssel einfach an die Heizung ein bisschen dran gestellt, dass es schön warm ist für meinen Teig. Lassen wir es mal aufgehen und kurz bevor wir sehen, dass es schon richtig aufgegangen, können wir auch unseren Backofen vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze. So, es sind jetzt gerade 15 Minuten vergangen, aber schaut, wie sieht unser Brot aus. Es ist schon richtig aufgegangen, höher als unser Kasten. Jetzt können wir ihn auch schon in den Backofen schieben. Ein bisschen mache ich Mehl oben drauf und dann schneiden wir auch ein. In den Backofen stellen wir auch eine Schale mit dem heißen Wasser. Dann nehme ich einfach aus dem Wasserkocher richtig heißes Wasser und stelle ihn in den Backofen auf den Boden. So, und jetzt geht unser Brot ungefähr so für 50 Minuten backen. Es kann plus minus sein. Ich könnte auch zwischendurch, so nach 40, 45 Minuten, einen Stäbchentest machen. Wenn es das Stäbchen ist schön sauber, dann ist ja gut. Wenn nicht, dann backt ihr einfach noch 5 oder 10 Minuten weiter. So, es sind jetzt erstmal nur 40 Minuten vergangen. Können wir jetzt mal aber schauen. Es sieht schon richtig gut aus. Hat schöne Kruste. Ich probiere, wenn ich das kann, aus der Form lösen. Dann stelle ich noch für 10 Minuten einfach auf den Gitter, nur zum Nachbacken, dass er drumherum auch schöne Kruste hat. Da geht er. Wunderbar, die Form raus und schaut, wenn wir das jetzt klopfen, es wird nicht so richtig hohl sein. Da hört man. Und wenn wir jetzt so ohne Form für 10 Minuten nochmal in den Backofen reinstellen, dann haben wir ganz andere Qualität von Brot. Einfach 10 Minuten nachbacken.
So, nach 10 Minuten sieht unser Brot so aus und hört man sich so. So, lassen wir jetzt unser Brot so auf die Seite abkühlen und dann schneiden wir ihn auf. So, liebe Freunde, es ist schon eine halbe Stunde vergangen und unser Brot natürlich nicht richtig ausgekühlt, aber wir werden schon abschneiden, weil wir sind ungeduldig und möchten gerne probieren, wie ist unser Brot geworden. Erstmal erste Scheibe. Es merkt man, die knusprige Kruste. Und so sieht unser Brot innen drinnen. Schaut ihr. Richtig schönes Brot geworden. Nicht so pappweich, aber auch sehr schönes dunkles Brot geworden. Es ist leicht, so wie feucht, aber auf keinen Fall klebrig. Nicht klebrig, aber so etwas. So wie feucht fühlt es sich. Aber es ist auch normal bei so einer Teige, welche macht man und die sind von Anfang an schon klebrig. Dann weiß, dass man wird ein Brot, so etwas wie sagt man, saftiges Brot. So, jetzt schneide ich mir Stücke ab und probiere die Mitte. Was kann ich noch sagen? Ein sehr leckeres und gesundes Brot haben wir gemacht. Ein sehr geschmackvolles Brot. Richtig, wenn man so isst, richtig schmeckt nach diese alle Körner, was wir reingemacht haben. Wirklich ein so ein schönes Vitalbrot. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Dieses Brot, wie ihr habt selber gesehen, er braucht nicht viel Arbeit. Und das kann man sozusagen oder früh machen und Nachmittag backen. Oder wenn ihr von der Arbeit gekommen seid, nach der Frühschicht, dann zum Abendbrot habt ihr euch schon frisches Brot auf dem Tisch. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken, ein gutes Gelingen und danach ein gutes Appetit. Alles Gute, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!